Wenn wir Stress haben, dann liegt das oft an der Arbeit. Aber wie entsteht arbeitsbedingter Stress eigentlich genau? Eine Möglichkeit ist die sogenannte Gratifikationskrise. Und die schauen wir uns heute mal an. Herzlich willkommen beim Softskill-Kanal. Mein Name ist Sebastian Jung und heute möchte ich mit euch über die Gratifikationskrise sprechen, eine Form von arbeitsbezogenem Stress. Ich hatte die Gratifikationskrise letztens schon mal kurz erwähnt in der Buchvorstellung zu Feierabend von Volker Kiez, aber heute schauen wir uns das mal genau an. Also, was ist die Gratifikationskrise? Eine Gratifikationskrise entsteht dann, wenn unsere Leistung und die zugehörige Belohnung in keinem ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen. Unsere Leistung, das ist ja die Arbeit, die wir machen, die Leistung, die wir bringen, unser Engagement, unser Einsatz und auch die ganzen Belastungen, die wir dabei in Kauf nehmen. Also zum Beispiel Zeitdruck, Lärm, Schichtdienst, was immer da so anfällt. Bei der Belohnung gibt es drei wichtige Aspekte. Der erste ist die materielle Anerkennung. Das ist im Wesentlichen euer Gehalt und Bonuszahlungen und wahrscheinlich auch so Sachen wie Dienstwagen, was ihr an materieller Anerkennung bekommt. Dann haben wir die persönliche Anerkennung. Das ist die Wertschätzung, Lob, positives Feedback von eurem Vorgesetzten, von euren Kollegen und generell von eurem Umfeld auf der Arbeit. Und dann haben wir die Sicherung des sozialen Status. Dazu gehören zwei ganz wichtige Dinge. Das eine ist die Arbeitsplatzsicherheit, also inwiefern ihr Angst haben müsst, euren Job zu verlieren. Das ist natürlich deutlich höher, wenn ihr beispielsweise einen befristeten Vertrag habt oder wenn ihr als Freelancer in einer Firma befristet im Einsatz seid. Und auf der anderen Seite sind das eure Aufstiegschancen, also eure Möglichkeiten, euch hochzuarbeiten, eine Beförderung zu bekommen, euren sozialen Status zu steigern. Diese drei Faktoren sind alle wichtig und zwar auch jeder für sich. Es geht nicht um die, sagen wir mal, Summe von allen dreien und es kann nicht ein Faktor einen anderen ausgleichen. Also wenn man zum Beispiel sagen würde, ja, wir können euch zwar von heute auf morgen rausschmeißen, aber dafür bezahlen wir euch ein bisschen mehr, das würde nicht funktionieren. Man kann einen dieser Faktoren nicht durch einen anderen ausgleichen. Neben der Höhe der Belohnung und eventuell Belastungen, die von außen kommen, können auch persönliche Faktoren Einfluss auf die Gratifikationskrise haben, und zwar insbesondere eine Neigung zu überzogener Verausgabung. Das heißt also, wenn jemand sich ja über die Maßen reinhängt, sich für die Firma aufopfert und dann natürlich auch ein entsprechendes Maß an Anerkennung erwartet, das vielleicht gar nicht gegeben werden kann. Ihr merkt schon, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Einerseits ist es natürlich eine positive Eigenschaft, die von Firmen auch viel gewünscht wird, dass jemand Engagement zeigt, Commitment, wie wir heute gerne sagen, und der ein bisschen mehr macht als das, was von ihm gefordert wird. Aber das ist eben auch ein Risikofaktor für die Gratifikationskrise. Das heißt, wenn ihr nicht eine Firma habt, die auch ja mit diesem zusätzlichen Engagement umgehen kann und das tatsächlich auch entsprechend mit einem angemessenen Maß an Anerkennung würdigen kann, dann wird es schwierig. Warum spielt diese Gratifikationskrise so eine große Rolle? Reziprozität oder Tauschgerechtigkeit scheint für uns eine große Bedeutung zu haben. Forscher haben zum Beispiel festgestellt, wenn wir mit einer anderen Person interagieren, und das beruht auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit, also es gibt
ausgeglichenes Verhältnis von Geben und Nehmen, dann wird das Belohnungszentrum in unserem Gehirn aktiv. Es wird Dopamin ausgeschüttet, der Botenstoff, der positive Gefühle auslöst. Und wenn wir eine solche Interaktion nicht mit einem anderen Mensch durchführen, sondern mit einem Computer, der entsprechend eingerichtet ist, dann bleibt diese Dopaminausschüttung aus. Also diese soziale Interaktion scheint eine hohe Bedeutung für uns zu haben. Und dadurch erklärt sich wahrscheinlich auch, dass wir ja sehr negativ reagieren, wenn diese Tauschgerechtigkeit verletzt wird, wenn Geben und Nehmen nicht mehr in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Die Folge ist arbeitsbezogener Stress, der dann wiederum verschiedene gesundheitliche Folgen begünstigen kann. Zum Beispiel Bluthochdruck, Herzschlag, Depressionen, also es gibt da ein breites Spektrum. Die Wahrscheinlichkeit für Suchtverhalten, Alkoholismus insbesondere, ist auch erhöht. Es gibt da diverse Studien, speziell im Zusammenhang mit der Gratifikationskrise. Insgesamt ist es wahrscheinlich so, dass das so etwa der gleiche Katalog ist, den ihr generell bei ja stressbedingten oder durch Stress begünstigten Erkrankungen habt. Das heißt, da kann ich nochmal verweisen hier an Why Zebras Don't Get Ulcers von Robert Sapolsky. Das ist da ein schöner Katalog für all die spannenden Dinge, die sich aus einer hohen Stressbelastung ergeben können. Es kann auch eine solche Belastung durch eine Gratifikationskrise, insbesondere wenn die sehr lange andauert, kann auch Langzeit- und Spätfolgen haben. Das Risiko einer krankheitsbedingten Frühberentung steigt und es kann auch einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität im Alter haben. Mal ein bisschen anschaulicher. Machen wir ein konkretes Beispiel. Sagen wir hier, der Leo hat einen anstrengenden Job. Er hat eine hohe Arbeitsbelastung, die Abteilung ist gerade vor ein paar Monaten erst verkleinert worden, weniger Leute, gleiche Arbeit. Das heißt, die, die übrig geblieben sind, haben jetzt eine deutlich höhere Arbeitsbelastung. Es gibt auch einen hohen Zeit- und Termindruck. Er hat Lärmbelastung und Ablenkung, weil er im Großraumbüro sitzt. Also er hat da ganz gut Stress. Es gibt auch alle paar Tage gefühlt eine neue Krise, wo dann spontan Überstunden gemacht werden müssen. Also da gibt's einiges zu tun. Und der Leo ist auch ein sehr fleißiger, einsatzbereiter Typ. Das heißt, er hängt sich da voll rein. Der macht auch immer die ganzen Überstunden, um die er gebeten wird, etc. Er zeigt da großen Einsatz. Auf der anderen Seite hat der Leo gerade vor kurzem festgestellt, dass sein Gehalt niedriger ist als das von Kollegen, die die gleiche Arbeit machen wie er. Wertschätzung gibt's durch Vorgesetzte so gut wie nie, durch die Kollegen nur hin und wieder mal. Ja, er hat nur einen befristeten Vertrag, also wenig Arbeitsplatzsicherheit. Es sind ja vor kurzem ein paar Leute gekündigt worden. Der Leo hat Angst, dass er der Nächste ist und Aufstiegschancen so gut wie gar nicht. Deshalb kriegt der Leo schlimme Depressionen, Bluthochdruck und er stirbt an einem schlimmen Herzschlag. Nein, ganz so wild ist es nun auch wieder nicht. Eine Gratifikationskrise löst keine Krankheiten aus, sondern sie begünstigt sie. Das ist jetzt also nicht so eine Nummer, dass ihr sagt, Herr Doktor, ich habe eine Gratifikationskrise, wie viele Tage habe ich noch? Sondern wenn ihr insbesondere über längere Zeit eine Gratifikationskrise habt auf der Arbeit, also wenn ihr über längere Zeit ein ja gestörtes Verhältnis von Leistung und Belohnung habt, dann begünstigt das die Entstehung verschiedener Krankheiten. Das heißt, ihr habt ein erhöhtes Risiko. Das ist natürlich in erster Linie ein gesellschaftliches und statistisches Problem. Wenn in der Firma vom Leo ganz viele Leute rumlaufen, die alle eine ähnliche Situation haben, die also alle diese Problematik haben, die alle die damit verbundenen Risiken haben, und wenn jetzt die Firma vom Leo nicht so viel anders ist als die anderen Firmen im Land, als die anderen Firmen auf der Welt, dann ist ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel einen Herzschlag zu bekommen oder an Depressionen zu erkranken, natürlich schon
ein sehr massives Problem, weil das dann doch durch die Masse bei einer großen Anzahl an Leuten eben den entscheidenden Unterschied macht. Deshalb ist es wichtig, dass eben gegen diese Problematik der Gratifikationskrise vorgegangen wird. Und da schauen wir uns auch gleich noch an, was man machen kann. Zuerst aber noch ein paar Eckdaten. Das Modell der Gratifikationskrise stammt von einem Schweizer, dem Medizinsoziologen Johannes Siegrist. Es ist aber international verbreitet und anerkannt. Der englische Begriff ist Effort-Reward-Imbalance. Es ist eins von zwei der bekanntesten, verbreitetsten Modellen zu arbeitsbezogenem Stress. Das andere ist das Anforderungskontrollmodell, auf Englisch Job Demand Control Model, oder es wurde jetzt nochmal inhaltlich erweitert zum Demand Control Support Model. Es gibt noch weitere Modelle zu arbeitsbezogenem Stress, aber diese beiden, das Job Demand Control Support Model und das Effort Reward Imbalance Model, das sind die bekanntesten und etabliertesten. Quellen. Wenn ihr euch über die Gratifikationskrise weiter informieren wollt, gibt es verschiedene Bücher von Johannes Siegrist. Es bietet sich dieses hier an, das ich auch verwendet habe, Arbeitswelt und stressbedingte Erkrankungen. Da werden sehr viele Studien rund um die Gratifikationskrise vorgestellt und sehr viele Aspekte der Problematik. Das ist eine gute Quelle. Ansonsten gibt es sehr viele Studien von Johannes Siegrist und anderen Forschern zur Gratifikationskrise. Eine davon findet ihr auch bei meinen Quellen. Wie führt man so eine Studie zur Gratifikationskrise durch? Dabei werden die Daten mit standardisierten Fragebögen erhoben. Es ist natürlich nicht möglich, diese Verhältnismäßigkeit von Leistung und Belohnung, das Maß der Reziprozität mit einer komplett objektiven Skala zu messen, sondern da ist immer eine subjektive Komponente drin. Das heißt, im Endeffekt fragt man ab, wie die Betroffenen ihre Situation empfinden, also ob die das Gefühl haben, dass es ein Missverhältnis von Leistung und Belohnung gibt und wie stark das ist. Also ich habe dann auf dem Fragebogen Fragen wie in Anbetracht meiner Leistung bekomme ich angemessene Anerkennung und Wertschätzung von meinen Vorgesetzten, und das wird dann auf einer Skala von, ich denke, 1 bis 10 oder was in der Richtung bewertet, und es gibt einen Katalog solcher Fragen, mit dem dann ermittelt wird, inwiefern Gratifikationskrisen vorliegen und ob die so ausgeprägt sind, dass sie eben relevant sind. Wo treten Gratifikationskrisen überall auf? Es gibt hier einen sehr starken sozialen Gradient. Das heißt, untere Schichten, geringqualifizierte Leute im Niedriglohnsektor sind davon ganz besonders stark betroffen. Das sollte keine Überraschung sein, wenn da Faktoren drin sind wie angemessenes Gehalt oder Arbeitsplatzsicherheit. Allein das ist ja im Niedriglohnsektor und bei Geringqualifizierten sehr viel weniger gegeben. Da sollte es keine Überraschung sein, dass die da sehr viel stärker von betroffen sind. Die Gratifikationskrise ist kein kulturspezifisches Phänomen. Also es gibt die nicht nur in westlichen Ländern, sondern es gibt auch entsprechende Studien, zum Beispiel aus Japan oder aus China, wo auch solche Problematiken nachgewiesen wurden. Die Gratifikationskrise ist, wie gesagt, ein arbeitsbezogenes Modell. Also es geht in erster Linie um die Lohnarbeit. Es hat sich aber gezeigt, dass Gratifikationskrisen auch bei unbezahlten Arbeitsformen auftreten können, also zum Beispiel
bei Hausarbeit oder bei häuslicher Pflege. Und es kann auch Gratifikationskrisen geben bei anderen Interaktionen, wie beispielsweise bei der Eltern-Kind-Beziehung oder in der Partnerschaft. Was kann man jetzt tun, wenn man von einer Gratifikationskrise betroffen ist? Erstmal, was könnt ihr selbst tun auf der persönlichen Ebene? Ihr könnt natürlich versuchen, eure Bewältigungskompetenzen zu verbessern. Da helfen euch die Maßnahmen weiter, die ich in Umgang mit Stress 1 bis 3 vorgestellt habe. Da haben wir ja gesprochen über die instrumentelle, die regenerative und die mentale Stressbewältigung. Das kann auch bei einer Gratifikationskrise helfen, um besser mit der Situation umzugehen. Und insbesondere ist es hier natürlich wichtig, persönliche Risikofaktoren zu reduzieren. Also das heißt, diese ja übersteigerte Verausgabung ein bisschen zurückzufahren. Bei einer starken Gratifikationskrise, bei einer ausgeprägten Krise, die über längere Zeit andauert, wird es aber sicherlich nicht reichen, wenn ihr ja an euch selbst arbeitet. Da ist es natürlich wichtig, auch mit dem Arbeitgeber zu verhandeln, um eben die problematischen Aspekte eurer Tätigkeit in den Griff zu bekommen. Und wenn das nicht möglich ist, bleibt letztendlich natürlich nur die Veränderung der beruflichen Situation, also dass ihr euch eine neue Stelle sucht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich hatte ja angesprochen, besonders stark betroffen, Niedriglohnsektor, Geringqualifizierte. Das ist natürlich auch der Bereich, wo die Leute besonders stark austauschbar sind. Das heißt, wo die eine schlechte Verhandlungsposition haben gegenüber dem Arbeitgeber. Und das ist natürlich auch der Bereich, wo es dann schwierig ist, eine andere Stelle zu finden, wo die Verhältnisse besser sind. Das heißt, das ist nicht so einfach leider. Auf Unternehmensebene kann natürlich sehr viel effektiver gegen die Gratifikationskrise vorgegangen werden, wenn denn das Unternehmen sich der Problematik bewusst ist und auch bereit ist, was zu tun. Dabei ist es wichtig, an verschiedenen Punkten anzusetzen. Zum Ersten gibt es auch hier wieder die persönliche Ebene. Das heißt, man kann zum Beispiel Schulungen zu Stressmanagement anbieten für die Angestellten, um die Bewältigungskapazitäten zu verbessern. Es darf aber nicht dabei bleiben, das darf nicht die einzige Maßnahme sein. Wichtig ist auch, in der Firma eine Anerkennungskultur aufzubauen. Da sind in erster Linie die Vorgesetzten gefragt. Das heißt, die müssen im Zweifelsfall auch entsprechend geschult werden. Und ganz wichtig ist auch, dass strukturell organisatorisch geschaut wird, wo man da was verbessern kann. Also zum Beispiel, dass man Belastungen gleichmäßiger verteilen kann, dass man eben ja widrige Belastungen vielleicht reduzieren kann, soweit es möglich ist. Also zum Beispiel, wenn man schon Schichtdienst hat, dass dann zumindest nicht ein Wechsel permanent drin ist, dass die Leute nie genau wissen, wann sie Dienst haben. Also dass man versucht, Belastungen zu reduzieren, soweit es eben möglich ist. Es kann auch auf staatlicher Ebene, Maßnahmen umgesetzt werden, um Gratifikationskrisen und das Risiko von Gratifikationskrisen zu reduzieren. Es hat sich beispielsweise gezeigt, dass Gratifikationskrisen weniger stark auftreten und weniger stark ausgeprägt sind in den skandinavischen Ländern, die einen sehr starken Sozialstaat haben, also eine sehr starke soziale Absicherung, weil natürlich diese ja starke Absicherung durch den Staat dann ein bisschen Unsicherheiten, Arbeitsplatz, Mangel an Arbeitsplatzsicherheit etc. im Betrieb auch ausgleichen kann. Und es gibt da auch internationale Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität.
Ja, das heißt, das sind so die Möglichkeiten. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr selbst schon Gratifikationskrisen? Hattet ihr da schon Probleme mit? Und was hat euch vielleicht geholfen? Wie seid ihr damit umgegangen? Schreibt es mir gern in den Kommentaren. Das ist bestimmt auch sehr spannend für andere Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall über euer Feedback. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das gerne noch. Ich würde mich sehr freuen, euch als Abonnenten zu haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Thema Stress und Sex. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Bis dahin verabschiede ich mich. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.